Also ich kann das auch nicht, wenn ich auf das Geräusch höre. Ha! Ein Sandlaufkäfer. Ach, den hatte ich schon. Aber dann müsste ich wieder Friendcodes annehmen und das dauert dann wieder ewig. Also, wir spielen das halt noch 45 Minuten. Wenn ich jetzt anfange, Friendcodes anzunehmen, vergehen mindestens 30 so. Dann haben wir noch eine Viertelstunde. Das ist alles. Das ist not worth it. Vertrau mir. Das ist okay, dass ich das alleine spiele. Einer Disconnect. Ja, es kommt dazu. Mit dem shitty WLAN vom 3DS einfach. I don't trust anything hier. Besonders 2022, Alter. Ich weiß noch, wie ich mir wegen diesem Spiel einen neuen scheiß Router gekauft habe, in der Hoffnung, dass es besser läuft. Ich glaube, den habe ich sogar immer noch. Der ist irgendwo in meinem Restekämmerchen. Ein Fichtenbock! Oh, sick, den habe ich auch noch nicht. Okay, zwei kann ich noch dingsen und dann muss ich zurück. Was kommt nach Animal Crossing? Ich habe gerade den Plan nicht offen. Kirby. Ah, Kirby ist aber gut. Ja, aber die Transportbox ist doch nur für die Insel, oder? Dann müsste ich halt auf der Insel dann ständig hin und her laufen. Also zur Insel und wieder zurück und zur Insel und wieder zurück. Fuck off, dude. Mein Gott. Okay, wir haben da den einen Dude und hier haben wir denselben Dude nochmal. Dann soll es wohl dieser Dude sein. Wie kann man mit dem Captain entlernen? Ich traue euch nicht. Ich glaube, oder? Traue ich euch? Ich weiß es nicht. Ey, Death Stranding wäre übelst based, wenn wir das spielen. Shit, ich habe nicht gelesen, was da stand. Obwohl doch, okay, doch, das geht. Ich erinnere mich. Ich habe eine Core Memory unlocked und, das geht tatsächlich. So, kann ich dir Stuff wieder zurückgeben? Die Frontschweine mit Raytracing? What? Ich will so einen Dude haben, weil ich nicht weiß, ob ich die schon habe oder nicht. Jetzt macht er sich einfach davon. Oh Gott, er disintegriert in Pixel. Oh, danke. Und habe ich ihn schon? Oh, den habe ich auch noch nicht. Perfekt.
Nee, ihr habt ja auch hart dafür gearbeitet, dass Frontschweine so ein scheiß Meme wird. Es ist nicht mal witzig, so. It's not even remotely funny. Not even so. Ich glaube, ich kann mich wieder hinsetzen. Ich habe kein 15-Minuten-Timer, aber dann okay, ich setze mich jetzt wieder hin. Oh mein fucking Gott! Irgendwo ein Timer oder so? Das ist halt einfach echt straight up keiner, ne? Funktioniert der denn? Warte mal kurz, ich muss das kurz mal checken. Doch, das funktioniert. Okay, ich weiß, worum es nicht geht, glaube ich. Oder? Nee. Hä? Ach, weißt du, I don't care. Packen wir noch ein Ding da unter meinen Dingens hier. Was soll's? Hau raus. Oh, jetzt darf ich mich wieder hinstellen. Nee, jetzt hast du das eingelöst, jetzt muss ich das auch machen. Okay, cool. Das ist eure eigene Schuld. Jetzt muss ich unter den Tisch kriechen. Ach. So. Ich hoffe, alle sind happy. Ich hoffe, alle Beteiligten sind so richtig glücklich jetzt. Ich sperre mit meinem kleinen Auge a lot of money. Boah, ich werde ein Selfie für Instagram machen. Das muss jetzt passieren. Bevor ich es wieder vergesse. Warte. Wundervoll. Ja, das ist so bad. I love it. Oh, jetzt schießt mir Instagram ab. Ruhe Weihnachtszeit, das ist okay. Wahnsinn. Kann ich noch... So, okay, cool. Weiter geht's. Immer diese Influencer. Sei froh, dass ich kein TikTok aufgenommen habe, wie ich gerade irgendwelche Tänze mache. Oder...
auf irgendwelche anderen Dinger reacte. Wie heißt denn das nochmal? Stitchen? Nee. Das hat auch so einen dummen Namen, wenn du so auf so ein Video reagierst. Duett, genau. Ich mach einfach den TikTok-Tanz. 5 Dinge, woran du merkst, dass du ein Animal Crossing-Fan bist. Halt, Punkt Nummer 1, du legst dich die ganze Zeit beim Rennen aufs Maul. Punkt Nummer 2. Keine Ahnung. Du redest keine Worte, sondern nur so ein. Punkt Nummer 3, fuck. Beim Fischen wartest du darauf, dass die Angelschnur im Wasser versinkt, bevor du irgendwas herausziehst. Punkt Nummer 4, du fängst Wespen, um Kohle zu scheffeln. Oh, wenn ich mir die alten Tomodachi Live-Dinge angucke, dann cringe ich mich, glaube ich, tot. Das kann ich nicht. Crazy Reactions to my old Let's Plays mit einem total übertriebenen Thumbnail. Dice from cringe, gun sexual, gun wrong. Ah, ich hab die Links weggegeben, ne? Verdammt. Ich hab jetzt hier einen neuen WLAN-Router, weil alles schlecht ist. Das ist ziemlich gut eigentlich. Okay, dass diese komischen Flieger-Dudes die ganze Zeit spawnen, ich glaube, das ist eigentlich nicht so intended eigentlich. Aha! Geld. Literal money on that tree. Also das Einzige, worauf ich mich für ein React überreden lassen könnte, wäre, wenn nochmal irgendwer so ein Best-of von dem Teddy-Ding macht. Das werde ich mir anschauen und dazu werde ich reacten. Aber ansonsten ist echt Hard Pass so, ich schaue mir keine Let's Plays von mir an. Pyrakitty, danke für den Sub. Oh, come on. Ich stand 8 Meter weit weg. Ich habe Space Channel 5 letztes Jahr durchgespielt. Vor allem habe ich das Let's Play nicht mal gelöscht. Das war einfach weltweit gesperrt. Und ich habe erst gestern gemerkt, dass das nicht mehr der Fall ist. Also sollen die gefälligst ihre Hate-Kommentare löschen. False Advertising und so. Ey, ich habe keine Ahnung warum. Weil einfach
irgendwer richtigen Hate-Boner auf dieses Ding hatte. Also keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass YouTube das einfach von selber irgendwie gemacht hat, weil das ist halt jetzt nicht unbedingt das jugendfreiste Let's Play. Daher... Ach, sick. Existiert doch noch ein Dingens da. Das finde ich doch cool. Witzig. Ah, cool. Weiter geht's. Also ich muss aber halt auch zu aller Verteidigung sagen, dass ich am Anfang des Let's Plays auch stehen habe, dass du das nicht gucken sollst, wenn du unter 16 Jahren alt bist. Also wenn eine nichtsahnende Mutter dieses Video anmacht und sich nicht diesen 18-sekündigen Text durchliest, der da steht, dann hat sie aber halt auch einfach selber Schuld, so. Doras Tod, ein Tag in Düsseldorf. Was war der Kontext? Ich weiß es auch nicht mehr. Das ist 7 Jahre her. Es war irgendwie, ich glaube, es war Animagic. Nee, es war nicht Animagic, es war Japan-Tag. Und aus irgendeinem Grund war ich da. Ich weiß nicht mehr warum. Und da hatte ich noch eine Legria, diese geile Krüppelkamera, die einfach alle hatten so. Und ich habe sie einfach benutzt, um den Tag zu filmen. Und das ist halt so Shit, der da passierte. Gute Fischei-Optik. Hau raus einfach. Übelst gut. also wenn ich Leute um mich herum habe, die einfach richtig wack sind, das färbt auf mich ab und das bringt das Schlimmste aus mir heraus. Und dann kommt halt so ein Video bei raus wie das Meme-Queen-Video. Ach, Kinder, ey. Okay, ich habe keinen Bock mehr auf Käfer sammeln. Ich will mehr machen, als die ganze Zeit nur im Kreis laufen. Die Teddy-Videos sind in der Playlist. Ihr müsst sie nur suchen, dann taucht sie auf. Sehr wahrscheinlich. Oh, warte. So. Wie komme ich wieder zurück? Muss ich mit ihr reden? Ah, okay, wir wollen zurückfahren. Yes, ab zurück nach Winston! Da-dum, 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 da-dum. Hätte ich Haare, sie wären doch nur zerzaust. Fahrtwind bläst, da hält sich keine Laus.
Glatzkopf zu sein, das hat auch seinen Vorteil. So sieht man bei Sturm und Wind immer gut aus. Okay. Uns Männer packt über kurz oder lang die Abenteuerlust. So sind wir nun mal. Harr, harr. Sonnenuntergänge hab ich viel gesehen. Oh, ich sehe der Sonne zu, wie sie untergeht. Wie sie untergeht. Lara, danke für den Sub. Wir sind bei 710. Sorry. Ey, noch 40 und die Haare kommen ab. Hau raus. Oh, schade, die kann ich da nicht reinpacken. Ich muss kurz zum Museum und dann da kurz mal die Sachen abgeben, damit wir kurz alles cool haben. Ich meine, ich fände es auch nicht schlimm, wenn ich meine Haare behalte, weil ich eigentlich sie gerne mal so lang hätte, dass ich da so ein Man-Bun wieder draus binden könnte. Aber hey, für eure Unterhaltung tue ich mir jeden Quatsch an. Also von daher ist das voll okay. Sage ich ausnahmsweise nichts gegen. Brustbehaarung habe ich kaum, das lohnt sich nicht, die abzumachen. Ich will etwa erstmal Fossil analysieren. Keine wachsen. Ich habe leider keinen Wachs hier. Gibt's dieses Jahr ein Pinienbad? Meinst du ein Grün? Ach, Pinkenbart, okay. Also was ich machen kann dieses Jahr, super funny, ich habe blaue und ich habe pinke Farbe. Das heißt, ich würde einfach so Streifen in den Bart färben. Dass er blau und pink ist. So, jetzt muss ich den Kram kurz verkaufen, plus Stuff machen. Zuckerstangen warf, wenn sie blau und pink wären. Ja, ist ja so. Warte mal. Ich habe ein Directions Aqua Pure und ich habe ein Manic Panic Pink. Das ist sogar Cotton Candy Pink. Daher, die beiden Dudes kommen bei mir in den Bart und ich hoffe, dass sie meinen Bart nicht auflösen, weil sie sich nicht vertragen. Meine Güte, ich habe einfach mega einen Frosch im Hals. Hm?
Was war das hier? Ach, das war der Kühlschrank. Die Schneeflocke brauche ich noch. Okay, cool. Direkt rich, Alter. Los geht's. Ich habe einfach Secret Corona. Schleimt einfach alles voll gerade. Aus irgendwelchen Gründen. Dann trinke ich wohl mal was. Prost. Mate geht dieses Jahr nicht, weil ich habe das Mate-Kostüm nicht mehr. Aber ich kann Einhorn anbieten. Deswegen habe ich das mit reingenommen. Ich meine, Ausrufezeichen Subgoals und los geht's. Ich habe eine Amazon Wishlist, aber ich weiß nicht mehr, was da drauf steht. Also, die Wishlist ist doch weniger eine Wishlist, sondern mehr eine Erinnerungsliste, was für Sachen ich mir noch kaufen möchte. Ich bin mir ziemlich sicher, mit Ausrufezeichen Wishlist taucht das Ding auf. Ah, oh. Dieser Kopf, dieser Körper, wahrlich schön hast du mich zusammengebaut. Mit welcher Sorgfalt und Liebe fürs Detail du gearbeitet hast. Verzeih mir meine Neugier, aber du hast nicht zufälligerweise ein paar Schneeflocken dabei. Wie schön, Schneeflocken sammeln ist nämlich eines meiner großen Hobbys. Ein paar Schneeflocken von dir und ich belohne dich reichlich. Ein, zwei Schneeflocken sind aber zu wenig. 5 Schneeflocken müssen es schon sein. Kann ich auf dich zählen? Okay. Ich weiß nicht mehr, was auf meiner Wishlist draufsteht. Das könnte der weirdeste Kram sein. Tatsächlich ist es gar nicht so weird. Oh shit, der PS2 Wing Commander. Nee, Converter Wing Commander. Ein richtig teures Stromdingsbums für den PC, ein richtig teurer RAM, ein richtig teures Mainboard, eine richtig teure CPU. Hau raus, Junge. 1 Million Videospiele. Die fucking Metroid Collectors Edition für 300 Euro. Ein QD OLED Fernseher für 3000. Ey, holy shit. Ich hab vergessen, dass ich da drauf gepackt habe. 1000 Sachen für Halloween. Oh, die Kamera kann runter. Ich hab mittlerweile eine. Die brauche ich nicht mehr. Oh, die Lightning-Figur hätte ich echt gerne gehabt. Und diese ganzen scheiß T-Shirts. Ich habe 2 Titel, Bruder und Zocker, und ich rocke sie beide. Ich liebe meine Frau. Aber eigentlich steht da, ich liebe es, wenn meine Frau mich zocken lässt. Das ist so bad, oh mein Gott. Ein Tag ohne Zocken bringt mich wahrscheinlich nicht um, aber warum das Risiko eingehen? Ich bin Elektriker, aber nur so lange, bis ich einen Weg gefunden habe, fürs Zocken bezahlt zu werden. Das ist so schlecht, ich muss wieder zumachen. Ich bin leider raus. Ich glaube, das ist halt so das Cursed
Gamer-Merch für die Ultra-Normie-Leute, die halt einfach sonst, keine Ahnung, die denken halt, wow, das ist halt übelst based, wenn es eigentlich nicht wirklich based ist. Ich meine, ich wiege 115, 120 Kilo. Mich wird Ring Fit echt fordern, so. Ja. Nein, ah. Bam, 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 badam, bam. So, jetzt kann ich die restlichen Käfer holen, alles verkaufen, die Brücke bauen, habe ich tatsächlich auch noch was geschafft. Imagine so. Stell dir vor, du kriegst einfach Zeug fertig. Ich dreh durch. Mein Lieblingscocktail. Moskau Mule. Der ist richtig gut. Damit kannst du mich catchen. Es wird immer mehr. Gotta go fat einfach. Boah, ist das nicht das Mario Galaxy Ding? In Maus gerutscht. Ah. Also 500 Subgoal 1 schläft gerade auf meinem Sofa und 500 Subgoal 2 schläft gerade in ihrem Körbchen. Daher, ich möchte sie ungern wecken. Aber die werden garantiert nochmal aktiv werden und irgendwie hier rumfetzen und nervig sein. Dann kann ich sie gerne zeigen. Stimmt, die Brücke. Spenden Sie. 128.000, 50 gesammelt, 77 fehlen noch. Ich bin dabei. Das klingt doch nach einer richtig guten Zeit. Sick. Dank Ihrer lobenswerten Hilfe haben wir die Brücke abbezahlt, denn wir haben fleißig Käfer gesammelt und es hat sich ausgezahlt. Okay, cool. Und dann kann ich eigentlich auch hier einen Strich drunter setzen, denn unsere Zeit ist, glaube ich, abgelaufen, oder? Schon wieder bis 22 Uhr. Nee, 21 Uhr. Sick. Okay, cool. Dann war das mega witzig. Schön, dass wir mal reingeschaut haben. Das müssen wir öfter machen. Ihr müsst mich einfach nerven, dass ihr dieses Spiel sehen wollt und dann spiele ich das öfter. Aber ja, dann würde ich erstmal zu Kabi rüber wechseln und wird cool. Freue mich drauf.